What have you been writing? Said I don't know. Now you're bare, but you're not shit. Herzlich willkommen. Wir sind hier im Stiftsgebäude in der Gemeinde Oberstenfeld, mittendrin in Oberstenfeld im Ortszentrum. Es ist eine zentrale Lage. Wir haben viele Ärzte, viele Einkaufsmöglichkeiten, viele Banken hier im Ortszentrum und sind nun sehr stolz darauf, dass wir dieses historische Stiftsgebäude, das identitätsstiftend ist, das Ortsbild prägend ist, nun auf aktuellen Stand gebracht haben, neu saniert haben. Mein Name ist Eberhard Eisenbeiß. Ich bin der von der Kommune beauftragte Architekt und habe dieses Gebäude saniert, umgebaut und in dieses Stadium versetzt. Das Stiftsgebäude wurde von außen komplett saniert. Die Fenster wurden erneuert, ebenso die Klappläden, Sandsteingewände und auf der Seite zum Kleeblattgebäude hin konnten wir an die 6 Wohnungen neue Balkone anbringen. Die Wohnungen, ausgenommen die Stiftspredigerwohnung, wurden umgebaut, den neuen Erfordernissen entsprechend barrierefrei, die Bäder größer gestaltet mit großen ebenerdigen Duschen. Und es wurde in jede Wohnung eine neue Küche eingebaut, die den Mietern zur Verfügung steht. Wir gehen von Gesamtkosten von rund 3,2 bis 3,3 Millionen Euro aus. Und davon, und das ist das Erfreuliche, müssen 50%, also rund 1,6 Millionen, nicht von der Gemeinde Oberstenfeld aufgebracht werden. Wir hatten hier einen sehr hohen Zuschuss vom Bund-Länder-Programm städtebaulicher Denkmalschutz. Das Konzept des betreuten Wohnens richtet sich an Personen, die nicht mehr in ihrer bisherigen Lebenssituation verbleiben können. Deshalb haben wir barrierefreie, altersadäquate, sozial an- und eingebundene Wohnungen geschaffen. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben und trotzdem jederzeit auf Abruf Hilfe und Unterstützung zur Verfügung haben. Diese Betreuungsdienstleistungen für die Wohnungen werden vom angrenzenden Kleeblatt-Pflegeheim sichergestellt. Zur Vergabe der Wohnungen haben wir faire und transparente Richtlinien im Gemeinderat der Gemeinde Oberstenfeld beschlossen. Die Quadratmeterpreise pro Wohnung schwanken je nach Größe. Sie liegen durchschnittlich bei 8,37 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, das sind so 300 bis 500 Euro je Wohnung. Ja, diese Sanierung des Stiftsgebäudes ist ein sehr wichtiges und sehr bedeutungsvolles Projekt für die Gemeinde Oberstenfeld, mit dem wir für die Zukunft sehr gut aufgestellt sind. Wir tun etwas für unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger und werden damit dem zunehmenden demografischen Wandel gerecht. Deshalb danke ich allen Beteiligten, die dazu beigetragen haben, dass dieses Projekt so erfolgreich zum Ende geführt werden konnte. Es ist insbesondere unser Architekt, der Herr Eisenbeiß, sind aber auch die vielen Handwerkerinnen und Handwerker, die hier jeden Tag gearbeitet haben. Und ich danke den Bewohnerinnen und Bewohnern. Einige davon waren auch während der Umbauphase hier im Gebäude und haben letztlich das alles mitgemacht. Ich danke Ihnen für das Verständnis und ich freue mich, Sie bald in Oberstenfeld begrüßen zu dürfen.